Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jean und vor einigen Wochen ging es ja schon mal auf meinem Kanal um Kopfhörer, um genau zu sein, um die Beats Solo Pro. Und jetzt habe ich mal wieder Kopfhörer im Test, wieder von Beats. In diesem Video geht es nämlich um die Power Beats. Diese hatte ich einige Tage bzw. Wochen im Test und ich möchte euch mal gerne mein Fazit mitteilen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. In der Verpackung selbst finden sich neben den Kopfhörern noch so eine Art Transportschutz, wo man die Kopfhörer also schützen kann, wenn man sie unterwegs mit dabei hat, und ein etwas zu kurz geratenes Ladekabel sowie Ohrstecker, welche ich in meinem Falle nicht benutzen musste. Ich kam nämlich mit den bereits aufgesteckten Ohrstöpseln ohne Probleme klar, aber falls ihr so kleine oder größere Ohren habt, habt ihr eben da Ohrstecker dabei, welche ihr eben benutzen könnt. Die Powerbeats sind die kleinen Geschwister von den Powerbeats Pro und der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die Powerbeats Pro eben im Gegensatz zu den normalen Powerbeats einzeln sind. Also ihr habt einen linken und einen rechten Kopfhörer, welche ihr eben unabhängig voneinander benutzen könnt. Trotzdem sind die Powerbeats kabellos, denn ihr habt zwar ein Kabel um euren Hals rum, aber die Kopfhörer werden trotzdem per Bluetooth mit eurem Smartphone verbunden. Die Akkulaufzeit wird mit 15 Stunden angegeben, was in meinem Fall auch fast in der Praxis der Fall war. Bei mir waren es eher so 13 Stunden, wobei ich aber auch denke, dass das immer so ein bisschen davon abhängig ist, auf welcher Lautstärke man seine Musik hört. Wenn ihr dann aber mal wirklich keinen Akku mehr habt, könnt ihr innerhalb von 5 Minuten wieder auf eine Stunde Hörgenuss kommen. Spätestens jetzt werden die Powerbeats auch für Sportler unter euch interessant, denn die Kopfhörer sind sowohl wasser- als auch schweißbeständig und dementsprechend eben perfekt fürs Joggen, was ich in den letzten Wochen auch öfter mal bemerkt habe. Ich habe die Kopfhörer nämlich immer zum Joggen benutzt, welche neben dieser Schweiß- und Wasserbeständigkeit eben auch super nach mehreren Kilometern noch in den Ohren saßen. Und ich denke, das soll ja auch dieses Design so mit sich bringen, dass die Kopfhörer eben bei sämtlichen Bewegungen, eben vor allem bei sportlichen Bewegungen, in den Ohren bleiben und nicht rausfallen können. Neben der Steuerung mit eurem Smartphone, wo ihr das natürlich hauptsächlich macht, habt ihr nur wenige Knöpfe an den Kopfhörern und zwar auf der rechten Seite nur ein Power-Button, welcher auch gleichzeitig als Connect-Button dient. Auf der linken Seite habt ihr dann noch eine klassische Lautstärke-Wippe und unten das Beats-Logo ist auch bedienbar. Einmal drücken ist Pause und nochmal einmal drücken eben wieder Play. Und wenn ihr zweimal raufdrückt, überspringt ihr den Song, dreimal, ihr geht zum Song zurück. Also eben eine klassische Kopfhörerbedienung. Jetzt kommen wir mal wieder zum Sound und da ist es ja immer ein bisschen schwer, so eine Meinung in ein Video rüberzubringen. Ich kann euch aber ähnlich wie bei den Solo Pro sagen, dass der Sound sehr ausgewogen ist. Also sowohl Höhen, Mitten und Tiefen sind alle am Start, wobei mir bei den Powerbeats diesmal aufgefallen ist, dass diese DNA von Beats wieder so ein bisschen rausgekommen ist und eben mehr Bässe vorhanden sind, wie als bei den AirPods Pro. Denn die AirPods Pro sind ja auch in ihr Kopfhörer, ähnlich wie die Powerbeats eben. Und deswegen sollte der Klang ja ungefähr gleich sein, das ist er eben nicht. Die Powerbeats kommen mit mehr Bass und das habe ich auch gemerkt. Allgemein lässt sich aber sagen, dass ihr in allen Genres wahrscheinlich einen guten Hörgenuss haben werdet mit den Kopfhörern. Aber ich schätze eben für Leute, die eben gerne Musik mit mehr tiefenlastigen Sounds haben, also beispielsweise Hausmusik oder Elektro oder so, die kommen da auf jeden Fall noch ein bisschen besser auf ihre Kosten. Ich bin ja jemand, der gerne Haus und Elektro und so hört, deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, für wen die Powerbeats sind, denn es gibt ja auf dem Markt sowohl noch die Powerbeats Pro als auch AirPods und AirPods Pro. Wer jetzt komplett kabellos unterwegs sein will und auch geiles Noise Cancelling haben möchte, der sollte wohl auf die Powerbeats Pro setzen. Wer womöglich noch ein bisschen besseres Noise Cancelling haben möchte und ein elegantes, schlichtes Design, für den sind wohl die AirPods Pro besser geeignet, wobei diese eben auch sehr teuer sind und um die 280 Euro kosten. Und wer sich jetzt sagt, okay, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben und mich stört es nicht, dass ich so ein kleines Kabel in den Hals rum habe, für den sind eben die Powerbeats perfekt geeignet. Denn diese bekommt ihr bereits schon für 150 Euro und sie sind eben trotzdem, zumindest von eurem Kopf zu eurem Handy, kabellos. Sport könnt ihr damit eben auch einwandfrei machen, denn die Kopfhörer liegen trotzdem gut in euren Ohren und ihr habt zumindest ein bisschen Noise Cancelling am Start, denn es handelt sich ja hierbei um In-Ear-Kopfhörer und diese dichten ja auch schon in einer gewissen Art und Weise eure Ohren von der Außenwelt ab. Wenn also genau diese Punkte, die ich gerade genannt habe, auf euch zutreffen, dann sind die Powerbeats womöglich eure zukünftigen Kopfhörer. Und deswegen könnt ihr auch gerne mal in die Beschreibung schauen, da habe ich die Kopfhörer verlinkt. Ich benutze sie sehr gerne zum Joggen und auch ab und zu zum Videoschnitt hier zu Hause, da man sie eben ganz einfach mal kurz abmachen kann und dann so um den Hals rumträgt. Und das soll es jetzt aber auch mit diesem Video gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne mal einen Kommentar da, sagt mir mal, was ihr von den Kopfhörern haltet und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.